Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Video für unser Seminar Sprache und Politik. Es soll im Video um die Projektarbeit gehen, die uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird, und ich möchte Ihnen einige Themen zur Auswahl stellen. Entgegen meiner eigentlichen Ankündigung möchte ich vorschlagen, dass wir uns nicht oder nicht nur mit dem Thema Populismus in der digitalen Mediendemokratie beschäftigen, sondern dass wir uns mit Corona-Politik beschäftigen, einfach weil das doch gerade das aktuellste Thema ist und weil es da sehr viel zu entdecken gibt. Ich möchte vorschlagen, dass sich zwei Gruppen die Neujahrs- und Weihnachtsansprachen intensiv und detailliert anschauen, die sich beide mit dem Thema Corona-Pandemie natürlich und erwartungsgemäß beschäftigt haben. Eine Gruppe könnte sich mit dem Thema Adressierungen auseinandersetzen, wie wird zum Beispiel das Wörtchen wir verwendet, aber auch welche anderen Bevölkerungsgruppen werden auf welche Art und Weise direkt angesprochen oder wird möglicherweise auch nur über sie gesprochen, welche Kollektive werden ausgezeichnet und welche Grenzen werden möglicherweise auch gezogen. Das ist interessant nachzuvollziehen in diesen Reden. Und die andere Gruppe könnte sich eher offen mit den Themen, mit den Schlagworten, auch den einzelnen Redehandlungen beschäftigen, die wir in den Reden nachweisen können. Ich glaube, da ist die Neujahrsansprache tatsächlich das Interessantere. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien gerade zu Neujahrsansprachen, die ich Ihnen gerne zur Verfügung stelle, und das könnten Sie nochmal adaptieren und anwenden auf das, was in der aktuellen Neujahrsansprache passiert ist. Ich möchte Ihnen zeigen, dass ich die aktuellen Reden schon erfasst habe und auch die Jahrgänge davor. Das ist hier im Netz zugänglich, da können Sie dann gerne darauf Bezug nehmen, sodass Sie vielleicht auch nicht nur die aktuelle Neujahrsansprache sich anschauen können, sondern auch ein paar andere noch ein paar Jahre zurückgehen. Ja, genauso die Weihnachtsansprachen, das kennen Sie schon, und das habe ich auch um die aktuelle Weihnachtsansprache ergänzen. Auch in CQP Web sind die Reden inzwischen verfügbar und können da korpuslinguistisch analysiert werden. Das zweite Thema möchte ich vorschlagen, Parlamentsdebatten. Und zwar gab es, Sie erinnern sich vielleicht, am 9. Dezember eine Debatte, in der Angela Merkel eine inzwischen schon berühmte Rede gehalten hat. Hier die ikonische Geste, wo sie sehr emotional geworden ist und berichtet, wenn die Wissenschaft uns doch geradezu anfleht, sagt sie, ja, dann muss uns doch irgendetwas einfallen. Wie sollen wir in 30 Jahren rückblickend sagen, dass wir bei diesen Jahrhundertereignissen, Sie erinnern sich, ne, also eine sehr emotionale, sehr hitzige Rede, aber auch andere Dinge, zum Beispiel die Rede von Alice Weidel in der gleichen Sitzung, ist interessant. Ich würde vorschlagen, dass eine Gruppe ganz frei einfach sich ein Thema aussuchen kann, einfach ausgehend vom Material. Schlagwörter können Sie sich anschauen, aber auch gerade das Thema Emotionalisierung, Emotionalität könnte interessant sein. Und ich möchte eine Gruppe gerne ansetzen auf das Thema Zwischenrufe. Es gibt von Armin Burkhardt eine Reihe von interessanten Texten zum Thema Zwischenrufe. Und ich möchte Ihnen das mal zeigen. Sie können hier das Parlamentsprotokoll sicher aufrufen auf bundestag.de. Und da sind ja alle Zwischenrufe genau erfasst. Und das könnte man mal auswerten. Wer ruft bei wem dazwischen? Welche Arten von Zwischenrufen finden wir? Und da gibt es interessante Dinge zu beobachten. Sie können sich ja auch, das kennen Sie bestimmt, die Sitzung im Original nochmal anschauen. Gerade wenn es um Emotionalität gehen sollte, ist ja Gestik und Mimik auch was Interessantes. Und auch wie im Publikum reagiert wird, das Abwinken, Kopfschütteln und so typische Reaktionen eben. Die Sitzung dauert läppische 9,5 Stunden. Also wenn Sie dann mal, wenn Ihnen mal langweilig ist, können Sie sich das gerne reinziehen. Genau. Dann möchte ich vorschlagen, dass sich eine Gruppe mit dem Thema politischen Protest beschäftigt. Querdenken ist hier eine wichtige Adresse, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Protestbewegungen, also überhaupt Corona-Proteste.
Da könnte man sich auf den Facebook-Seiten, wovon dieser Screenshot hier genommen ist, mal umgucken. Ich habe ein paar Literaturempfehlungen zum Thema Protest allgemein. Und dann könnte man schauen, was ist das eigentlich für eine Art von Protest? Wie äußert er sich, in welchen kommunikativen Mitteln, welche Argumente werden da vertreten und so weiter. Und dann möchte ich vorschlagen, dass sich eine Gruppe mit dem Thema Populismus tatsächlich beschäftigt. Und zwar speziell Populismus in Zeiten von Corona. Interessanterweise hat ja die AfD zunächst mal überhaupt keinen Profit schlagen können aus der Corona-Pandemie. Die üblichen Themen der AfD, wie Islamisierung und kriminelle Ausländerinnen und Ausländer und so weiter, das war plötzlich alles nicht mehr relevant. Und die waren ziemlich abgemeldet. Und sie haben jetzt aber nicht zuletzt wegen der erstarkenden Querdenkenbewegung, aber auch sonst, es sehr wohl geschafft, sich wieder sich zu positionieren, sich eine bestimmte Diskursecke im Corona-Diskurs auszusuchen und das zu bespielen. Und das ist interessant, weil das in der üblichen Forschung zum Thema Populismus so noch nicht beschrieben ist, ja? Einfach weil das Thema damals noch nicht relevant war. Und es wäre interessant zu schauen, wie jetzt gerade solche Feindbildkonstruktionen, wie sie in der Forschung beschrieben wurden, wie die jetzt speziell in Bezug auf die Corona-Pandemie von populistischen AkteurInnen ausgestaltet werden. Das kann anhand der AfD sein, wir können aber genauso gut auch zur FPÖ nach Österreich gucken, zur SVP in die Schweiz oder was auch immer Sie interessant finden. Auch hier möchte ich es offen lassen, machen Sie das auf Facebook, auf Twitter oder auf der AfD-Homepage. Überall gibt es interessantes Material. Wie wollen wir vorgehen? Ich stelle mir das so vor, dass Sie zunächst natürlich die Literatur sichten, die ich Ihnen empfehle. Sie finden auf Opal eine Liste, wo für alle Themen ein paar Literaturangaben aufgeführt sind, als Startpunkt für Ihre Recherche. Und natürlich geht es auch darum, das Material zu sichten, also die Ansprachen sich anzugucken, sich die Rede von Merkel nochmal anzugucken, die Facebook-Seite von Querdenken und so weiter. Sie finden die Literatur auch fast alles als PDF in der Zotero-Bibliothek und ansonsten liefert ja die SLUB gerade zu Zeiten der Schließung auch kostenlos Scans an TU-Angehörige, bis zu 5 pro Woche. Davon können Sie Gebrauch machen. Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich dann einer empirischen Fragestellung widmen. Versuchen Sie bitte nicht, das komplette Thema Populismus seit von Corona abzuhandeln. Ja? Das ist zu groß. Versuchen Sie sich zu einigen auf eine Sache, die Sie konkret untersuchen möchten. Und ich sage Ihnen gleich vorweg, lieber eine enge Fragestellung als eine weite. Natürlich sind Sie jetzt möglicherweise zu dritt oder zu viert und können dann auch Arbeit aufteilen, wenn es um die Analyse geht, aber trotzdem lieber eng als weit. Also zum Beispiel, welche Pronomina Gebrauch ja, in den Neujahrsansprachen Merkel, Schröder, Kohl im Vergleich. Oder vielleicht noch enger, ja, das wären Möglichkeiten. Dann sollten Sie die Ergebnisse Ihrer Analyse präsentieren. Dafür haben wir dann die letzte Sitzung. Und das machen Sie bitte in einer frei wählbaren Form. Und ich appelliere an Sie, seien Sie ruhig kreativ. Sie können schlicht sein, was völlig in Ordnung ist, indem Sie ein Poster gestalten oder auch einfach eine PowerPoint-Präsentation. Sie können ein kurzes Video drehen, einen Podcast aufnehmen. Sie können auch ein Padlet gestalten, in dem man sich selber orientieren kann. Aber auch ganz andere Formen, wie zum Beispiel ein Quiz. Einfach irgendeine Art und Weise, wie Sie Wissen vermitteln können. Ja? Seien Sie kreativ und überraschen Sie mich, da würde ich mich freuen. Überraschen Sie mich und uns. Denken Sie sich was Schönes aus, an dem Sie selber auch Spaß haben. Das soll wichtig sein. Ihre Präsentation sollte nicht länger als 10 Minuten dauern. Vorher sollen alle Sachen zugänglich gemacht werden, dass man sich die schon mal angucken kann. Aber Sie haben dann in der Sitzung nochmals 10 Minuten Zeit, Ihre Ergebnisse
präsentieren, zu erläutern, nochmals vorzustellen. Und wir haben dann auch noch ein bisschen Zeit für die Diskussion. Während der Kurszeiten, also wir werden uns dann in dieser Zeit nicht mehr live treffen, alle zusammen im Plenum, außer in der letzten Sitzung, aber ich bin während der Kurszeiten erreichbar, bin immer dann online, außer am 14.01., da kann ich nicht, aber unter Where by Angewandte Linguistik. Finden Sie mich dann, können Sie anklopfen und können dann alleine oder auch in der Gruppe mich da besuchen und Themen klären. Ich würde Sie insgesamt bitten, dass Sie die genaue Fragestellung, die Sie bearbeiten möchten, mit mir absprechen. Sobald Sie dazu eine Entscheidung gekommen sind, schreiben Sie mir eine E-Mail und geben Sie mir kurz durch, was Sie vorhaben, und ich gebe dann ein kurzes Feedback, dass Sie nicht in die falsche Richtung rennen. Das wär's. Sie können sich ja vielleicht schon mal innerhalb der Gruppen versuchen, darüber abzustimmen, was Sie am meisten interessieren würde. Wenn Sie ganz andere Vorschläge haben, was Sie machen möchten, irgendwas, was mit Corona-Politik zu tun hat, machen Sie mir einfach Vorschläge. Sie müssen dann eben gegebenenfalls selber auf Literatursuche gehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Tschüss.